Und damit willkommen zu Series Sam 2. Der quasi dritte Teil nach First and Second Encounter. Was aber sehr laut ist. Moment. Aber vielleicht ist es nur bei mir so. Ja, es ist nur bei mir so. Das macht aber nichts. Und schon geht's weiter. Haha, sehr gut. Ja, Series Sam 2 2005 von A Crow Team und WoW Digital. Warum auch nicht? Ja. Wir sind Sam, wir schießen, wir ballern, wir machen, wir tun. Alles super, denke ich mal. Und ja, es ist ein schönes Spiel, schöner, schneller, verrückter Shooter mit seltsamen Kreaturen, seltsamen... Wie hießen die noch? Irgendwas mit N. Ganz komische Kreaturen auf jeden Fall. Verrückte Story, alles nimmt sich nicht ganz so ernst und ich dachte, das versuchen wir einfach mal spaßhalber. Richtig. Warum Series Sam 2? Weil, und nicht die ersten... Ja, einfach so. Weil das anders ist. Das ist verrückt, ist anders. Und ich glaube... Naja... Ich hoffe mal nicht verbuggt. Es ist leicht gepatcht. Es gibt eine leichte... Was heißt gepatcht? Es ist eine leichte Mod drin, die Fahrzeuge und Waffen irgendwie ein bisschen... Ja, interessanter macht. Aber nichts Großartiges. Da gibt es ja auch noch Mods wie... das hier zum Beispiel. Insanity. Das ist merkwürdiges Zeug, wo man... Ich weiß nicht warum. Ach ja, hier sieht man es ja auch. Das ist die normale Shotgun, ne? Mit sehr, sehr vielen, also quasi Gatling-Geschichte und Akimbo hier ist noch dabei. Weiß nicht, habe ich mal gespielt. Das macht halt das ganze Spiel, weiß ich nicht, das ist so ein Witz. Ja, man hat halt quasi Waffen, die abartig stark sind und nichts bleibt bestehen. Was ist das hier? Series Sam 2 ist ein normales Spiel, schätze ich mal. Naja. Ein sehr schneller Shooter, aber wie gesagt, ein bisschen viel Quatsch ist dabei. Seltsame Kreaturen, seltsame... Man kennt's ja. Ich meine, es ist Series Sam. Müssen wir uns nicht, ne, erklären. Man wird wahrscheinlich viel rückwärts laufen, habe ich so das Gefühl. Wenn ich mich da recht entsinne, habe ich schon lange nicht mehr gespielt, diese Series Sam-Spiele. Fand ich auch, muss ich ganz ehrlich gestehen, nie besonders gut. Aber, naja. So für sinnloses Hirn aus und Ballern ist es ganz gut. Deswegen starten wir einfach mal. Aha. Current Location Jungle. Ja. Wir machen ein neues Game. Ich habe mich schon mal reingeschaut, um zu gucken, ob das überhaupt aufnimmt. Und es tut's. Und deswegen starten wir einfach ein neues Spiel. Und ich glaube, da gibt es eine krasse Story. Die ist auf jeden Fall ganz wichtig. Schön aufpassen. From the upcoming evil. And evil had already come. Was it also written that he will wear red sneakers? What do you have against sneakers? You used to wear pink tights with yellow... Yes, and you with your ridiculous outfit. Guys, stop! Let's not forget why we are here. We must contact him now. Concentrate, boys. You have exactly 5 seconds to explain what I'm doing here, and 2 seconds have just passed. Please, Mr. Stone, calm down. We can help you in your quest. My name is Rolanda, and these are my brothers, Jebediah and Rajiv. I'm Sam, Serious Sam. We are the Syrian Great Council, and we are here to show you the way how to stop mental. Look! This is Medallion of Power, the only thing that can make mental weak and vulnerable. It was forged by a blind blacksmith Gromlin, and we, the wizards, choose planet, following the instructions in our holy manual, into... It was split into 5 pieces, and those pieces were given to 5 different races. Sivas from planet Medigba, Shiche from planet Shifang, Sixis from planet Magnor, Clears from planet Clear, Elvians from planet Elenir. But that simply wasn't enough. Pretty soon, Mental had all the parts in its possession. Thankfully, those pieces are indestructible, so Mental can only guard them. When all 5 pieces become joined again, Medallion will activate, releasing its power and making Mental vulnerable. Your task is to go to planet Medigma and retrieve the first part of the Medallion. And if you bring this piece back, it could really mean you're the one.
The one? The one our holy manual, Revision 2, keeps talking about. The one who will save the universe. Yeah, right. Well, you should go now. We'll get in touch with you when you finish. If you finish your mission. No one's gonna believe this. Oh well. Sam? No, no, don't look around. It's me, Nettie. Nettie? Natrixa. But Nettie to my friends. Natrixa! Nettie! You can talk! Yes, it's a bit complicated. Let's just say that it has something to do with having a bigger game budget. What game budget? Just kidding. Anyway, I'm here to help you as much as I can. Find a few more of those blue guys and make them talk. Maybe I'll be able to translate what they're saying. Okay. Welcome to, Moment mal, ist das nicht auf Deutsch? Achso. Hä? Ist das gar nicht auf Deutsch? Keine Ahnung. Welcome to Dingwo, Sam. Considering what the wizard said, then we should find the Mkeke village and ask the chief about the medallion. There may be obstacles blocking your path. This can be dealt with by the use of objects. To pick up or use a specific object, press the use button. My senses detect that the village is on the other side of the mountain. A monkey's head marks the cave entrance that should take you to the other side. Search this settlement in front of us. Maybe you can find some useful stuff. Ja, wir sind also auf die andere Seite durch so einen komischen Affenschädel und dann ist alles super. The Wizards? Was für Wizards? Ach, dieser komische Council, der Syrian Council. Na, von mir aus. Ja, man sieht schon, alles nicht ganz so ernst genehmt. Und ja, man merkt auch dieser slawische Einschlag, ne, mit make medallion, yes. Da fehlt so ein bisschen die Artikel, das ist aber typisch dafür. Naja. Ja, so sieht's aus. Hoffentlich läuft das auch. Relativ flott. Crap. Da sind wir auf jeden Fall gelandet. Ach ja, das sind wohl die... Ja, wir sind ja quasi der Messias. Wir sind gekommen, um die Welt zu retten. Die Prophezeiung muss ich jetzt quasi erfüllen. Und kurz geguckt. Saving, alles klar. Funktioniert. Auch alles gute Laune. Mit guten Hühnern. Kann man auch zersägen. Kann es auch erschießen. Und? Aufladen kann ich es auch, oder? Genau. Ah. Da guckt er doof. Aber ich kann auch erschießen. Nee. Aber scheint zu funktionieren. Also die Waffe ist kleiner. Das heißt, das Gemodde hat funktioniert. Sehr gut. Und es schießt sehr schnell die aufgeladenen Waffen. Und natürlich die obligatorische... Basketball. Press F. Was? Oh. Bravo! Ja. Mal schauen. Lautstärke. Ja, passt schon, ne? Hört noch ein bisschen lauter, aber ich lasse mal so. Musik ist ein bisschen laut, aber macht nichts. So, ja, es gibt wohl Geld, 1500 Mark, sehr gut. So, alles kaputt machen, alles einsammeln. Ja, komm, die Ureinwohner hier. Die haben es nicht anders gewollt, da wissen wir, der tolle Held. Ja, ein Shooter, wie gesagt, der sich nicht ganz so ernst nimmt. Und wir müssen Mantle den Bösewicht zerstören, dann machen wir das auch einfach mal. Was bringt mir das mit den Punkten? Ich habe keine Ahnung. Gut, wir müssen jetzt hier nicht die 100% machen. Vielleicht hin und wieder mal so ein lustiges Geheimnis, weil ich weiß noch, im Wasserfall, da gibt's eins. Kann man das irgendwo einsehen? Ah. Statistics, was ist denn das? Enter?
Ah, Difficulty Hard. Playtime, ja. Vier Geheimnisse gibt's, 19 getötet. Schwierigkeit Hard. Oh, was, Record, Demo? Nein, 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 passt alles. Ich mach das schon so. Alles gut. Oder auch nicht? Macht nichts. Ja, da müssen wir hin. Hab das vor einer Weile mal wieder angespielt, aber nie wirklich durch. Aber, genau, Rüstung gibt's auch links unten, Lebensenergie haben wir auch. Ich habe die Leben mal ausgestellt. Das schneide ich mal raus, weil ich habe auch die ganzen Level mir mal angeguckt. Das ist vielleicht nicht so gut. Secret Cave has been found, genau. Aber ich könnte vielleicht mal die Audiogeschichte ein bisschen anpassen, oder? Machen wir es mal generell ein bisschen lauter. Musik ist laut genug. Lautstärke Film, ja. Versuchen wir das mal. Ja, darf auch ein bisschen zu hören sein, was wir machen. Was genau bringen mir eigentlich diese komischen Schätze? Gar nichts, oder? Ich kann mir nichts kaufen dafür. Ist einfach nur wieder so eine Highscore-Geschichte. Ah, da hat man es mal gesehen. Ja, hier ist auch ein Affenschädel, aber irgendwie nicht das Wahre. Wir müssen erst durch eine komische Höhle durch. So, Sprinten ist auch aktiv. Sehr gut. Ja, ja. Aber sieht ganz schön aus, ne? Eigentlich mal was anderes. Vor allem in der Zeit 2005, als die ganzen Spiele hier ständig nur grau in grau waren. Beziehungsweise immer nur die immer gleiche. Yes, sir. Ma'am. Ja, wo alles eben grau in grau war. Natürlich die hier Zweiter Weltkrieg-Shooter-Geschichte. Die sind so hässlich. Aber gut. Und es geht los. Erst Gegners. Sind das eigentlich, kannst du mal angucken. Sind die aus dem Intro, ne? Diese komischen Bösen. Aua, lass das. I'm glad to see that teleportation didn't make you rusty. Nice warm-up. Moment. Hört mir gerade. Habe ich das nicht. Müsst ihr das nicht doppelt haben hier, das Wäfelchen? Moment mal. Vielleicht gibt es doch irgendwas im Dorf. Ich muss mal ganz kurz zurück. Ist ja schnell gemacht, mein Gott. Hallo. Ist doch bestimmt. Hallo. Oh, Granaten, sehr gut. Oh. Hier brennt eher die Hütte. Bevor die Holde hier den Löffel abgibt, sind da von mir aus. So, was, wo oder was? Wo muss ich denn hin? Was ist das für ein Geräusch? Achso. Ah. Das Gerät macht den Lärm. So, ruhig. Können wir leider nicht schlachten. Komisch. Wieso habe ich denn nur einen. Hat er nicht mal zwei Revolver gehabt? Und Doppelrevolver? Keine Ahnung. Granaten kann ich auch werfen. Wie mache ich das denn? Mal testen. G wie Granaten? Nö. Springen. Oh. Wie war das? Wie war? Wo man? Ah, ja. Gut. Das wissen wir dann auch. Okay, das bringt nicht so viel. Alles klar. Dann würde ich sagen, legen wir wirklich mal los jetzt. Hallo. Will ich denn töten? Hässliches Simba-Kind. Aber egal. Ja, ist nicht auf Deutsch, aber ich denke mal, das versteht man schon, oder? Was die da so labern. Von wegen, die Teleportation hat mich gar nicht. Ich bin gar nicht eingerostet, trotz der Teleportation. Gut, da geht's bergab, da müssen wir auch nicht hin. Wir marschieren weiter. Kurz mal gucken, Speicherung läuft. Speicherung, Ladung läuft auch. Alles klar. So, jetzt geht's ab. Oder auch nicht. Hörst du mir Geräusche? Moment. Oh nein, ich muss eine Kiste vielleicht retten, damit ich hier wieder rauskomme. Ach nee, Quatsch. Ich nehme einfach die lustigen. Nicht genug. Also krasse Rätsel. Ist im Grunde fast wie. Das ist wie Half-Life, kann man schon sagen, ne? Das kam hier ein Jahr vorher raus. Half-Life 2 meine ich damit.
Und ich kann es aber verraten, Half-Life 2 hatte ich ja vorher schon aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das den Hühnern gebe oder ob ich das nie veröffentliche. Keine Ahnung. So krasse Interna wieder. Denn das fand ich so abartig langweilig, das Spiel, dass ich nach ein paar Stunden einfach aufgegeben habe. Aber es war nicht nur langweilig, es war auch, wie soll ich das sagen? Das Blut hat gekocht, weil das so, das Gunplay ist halt da richtig abartig scheiße. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Und als ich das dann wieder angespielt habe. Dino! Ist das Dino? Oder what? Richtig, press F to enter. Ach ja, der kann auch Feuerbälle spucken. Und Feind. Ich weiß gerade gar nicht mehr so richtig. Viel zu tief. Das heißt, wahrscheinlich ein Truppentransporter war das, ne? Eventuell links über den Hügel, vielleicht gibt es da gleich Ärger. Vielleicht auch nicht. Irgendwas anderes machen? Nee. Ja. Growth Team. Kann ich da irgendwie. Kann ich was machen? Kann ich da mitspielen? Oh. Spiele gegrillt. Zagreb gegen. Gegen. Was? Sovi, Samu, Sovi. Was? Und wieso ist dann ein Ball auf dem. Ach, Moment mal. Muss ich den Ball jetzt irgendwie benutzen und hier mitspielen? Oder das. Die Kokosnuss? Ist die Kokosnuss? Wer die Kokosnuss geklaut? Boah, das läuft alles so schnell. Komm. Moment, geht das? Oh, bitte. Kann ich das auch mit der Waffe benutzen? Nee, ich kann es einfach nur reinwerfen. Aha. Ja, sauber. Football Secret. Ja, genau, es gibt ja Cave Secrets. Es gab das Cave Secret, es gibt das Football Secret, es gibt das was auch immer Secret. Immer ist irgendein schwachsinniges Secret. Wie viel haben wir denn? Kann ich das irgendwie. Moment. Ah, 2 von 4 haben wir schon. Alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss aber erstmal wieder reinkommen. Mein Gott. Kann ich die wirklich. Ja, doch, wollte schon sagen. Wieso kann ich die nicht aufnehmen? Muss mal ganz genau gucken, was diese komische Mod da eigentlich macht. Also, ich weiß, dass Waffen verändert werden, aber welche genau, kann ich nicht mehr sagen. Okay, jetzt geht's los. Das sind die komischen grünen. Heutigen Bösewichte. Ist das ein Treasure? Ah ja. So, Fahrzeug ist auch irgendwie verbessert. Aber was genau, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und die Bösewichte gibt es auch in verschiedenen Ausführungen, ne? Wie man es halt kennt. Genauso machen, weiß ich nicht. Ich weiß noch, manche haben einen Dreierschuss, manche haben, glaube ich, Projektile, die mir folgen oder so. Homing-Projektile. Naja, Zielsuchende auf Deutsch. Rechts unten. Ach ja, rechts unten sind wir. Ist das die Lebensenergie? 15? Wahrscheinlich. Bin ich drauf, gar nicht drauf geachtet. Aber das hier. Nee, es ist nur für mich. Okay. Ja, Blümchen, leider ist es kein Far Cry, sonst könnten wir die alle einsammeln. Da könnten wir mehr Munition tragen, mehr Waffen, mehr was auch immer, weil das sehr logisch ist. Aber dann müssen wir wahrscheinlich auch den hier häuten. Genau dafür, egal. Am Anfang noch natürlich relativ zahm, aber das wird noch nerviger. Ich weiß auch, dass ich danach, geht es gleich in eine, so eine Dschungelwelt, nicht Dschungel, Sumpfgeschichte irgendwie. Und da, meine ich, ist das immer hängen geblieben bei mir. Wenn ich es gemoddet habe. Ich hoffe mal, dass es diesmal funktioniert. Hallo? Super Shortcut Secret has been found. Super Shortcut? Okay. Das, kenne ich gar nicht mehr. Was in? Ach so. Teleportation schiefgelaufen. Granaten. Ja, ein bisschen doof, wenn ich die. Ich muss da absteigen. Ja, so sammle ich die richtig ein. Irgendwie ist das schwierig mit dem reitbaren Dino.
Wieso Shortcut? Hier gibt's ja keine Abkürzung. Wieso lügt mich das Spiel an? Was will ich mit dem... Ja gut, das sind wahrscheinlich Punkte, oder? Score, genau, 13.000. Ach so, das ist nur Score. Score interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn es bei den... Naja, wenn es hinter irgendwelchen Geheimnissen ist, dann nimmst du natürlich mit, ist ja klar. Ich schätze. Und da ist der Affenschädel, da müssen wir hin. Sam, ja? Go reach that monkey head and jump into its mouth. I was afraid you were gonna say that. Ich höre was? Ah ja. Ah, der nächste. Ja, die sind zielsuchend. Wer schießt die? Der rote oder der blaue? Gegner. Wer weiß. Ah, die blauen. Ja, leider muss ich sie alle kaputt machen. Ich würde sie gerne mal angucken, aber. Das stimmt. Oh. Und? Oh, Bösewicht. Haben die auch. Ich würde sagen, ich mache sie einfach mal so platt, oder? Magic Axe? What kind of pansy weapon is that? Aha! Secret weapon found! Bei dem Secret Rocket Launcher. Hey, remember me? You'll always be my old love. Oh. Kann der denn auch ins Wasser, der Dino? Ich glaube nicht, oder? Oh, der krepiert uns bald. 5 hat er noch. Lebensenergiepünktchen, egal. Holen wir uns einen neuen. Wir haben... Oh, alle 4 von 4 Secrets. Ja, sauber. Da können wir im Grunde durch. Waffe haben wir auch. Die... Da ist noch Gegners. Oh. Hey! Wait! Okay. Divinity Heart. Kills 4 von 4. Ja, mehr kann man nicht erwarten, oder? Gibt einen Bonus? Ich nehme an, dass das dass was Gutes. Schätze ich mal. Great. You passed the cave and broke out on the other side of the mountain. Now you must go upstream and over the bridge. Mkeke village should be close on the other side. Then you will have an opportunity to talk to the
to the chief one-on-one. I bet we'll tell us a lot of useful information about the medallion. Ja, wir sind durch. Jetzt müssen wir hier noch zum komischen Chef da in diesem Gecke, das wohl in der Nähe ist, und dann geht's hier richtig ab. Das war Onan der Barbar. The Librarian. Hm. Oh, ja? Bitte? Ah ja. Aha, Bomben auch? Alles klar. Alles klar. Brücke benutzen. Nicht. Ja. Nicht. Ja. Shells full. Sehr gut. Nicht ins Wasser. Wir müssen an Land bleiben. Ja, aber ich glaube, hier sind auch wieder irgendwelche Geheimnisse irgendwo versteckt. Wahrscheinlich krepiert er direkt. Ja, Leben habe ich ausgestellt. Das heißt, man könnte auch jetzt hier permanent ins Wasser latschen, um zu gucken, ob es irgendwas gibt. Einfach nur so. Aber machen wir natürlich nicht. Weil das ja klar ist. Na, aber alles wunderschön, die Melodie dazu, alles farbenfroh. Aber, naja. Trotzdem geschlachte Dinge explodieren, zerfetzen. Oh. Mal was anderes. Ich weiß doch gar nicht mehr, wie viel gibt's denn? Mountain, bla, was Statistics hier? 5 Geheimnisse gibt's. Alles klar. Dann wollen wir mal. Oh, das ist nicht gut. Ich glaube nicht, die haben eine gute Reichweite. So. Auch noch mehr von dem Zeug. Ja. Genau das. Nah dran stehen, keine gute Idee. Hat mich ganz gut rein. Auch wieder mal das nicht ganz so viel sagende die Zwischensequenz. Tja. Was macht denn nichts? Achso, stand hier gerade noch ein Baum? Eine Palme? Keine Ahnung. Der nächste. Ach, jetzt kommt er. Der Barbar. Wahrscheinlich darf ich. Ach, jetzt mehrere sogar, okay. Es müsste wahrscheinlich auch mal tatsächlich zum Kämpfen kommen. Vielleicht doch nicht. Nee, eher nicht. Naja. Ein Versuch war es ja wert. Passt schon. Müsste aber noch ziemlich übel werden. Oh. Ja. Farting Secret. Alles klar. Oh, der Arme wurde abgeschossen. Das macht mir aber nichts. Farting Secret, alles klar. Ja, Humor, wie gesagt, so ein bisschen Pipi-Kaka-Humor gehört natürlich dazu. Das wäre ja kein Serious Sam. Alles ein bisschen. Bisschen dümmlich. Hm. Hallo? Achso, die. Ah. Sag mal. Wieso ist das denn so ruckler? Ist das eine Aufnahme? Ei, 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 das war aber schlecht. Ich hoffe mal nicht. Ich hoffe es nicht. So, Munition. Wird alles mitgenommen. Wir lassen nichts zurück. Nee, unkaputtbar, klar. Noch Wertarbeit hier bei den. Wie heißen sie eigentlich? Simba oder so? Hm. Bitte? Okay, das jetzt. Das war billig. Mir einfach ins Gesicht zu spawnen, das muss nicht sein. Kann man sich auch ankündigen. Ach, guck mal hier. Na! F to use. Ratten. Blaue Ratten. Darf man das sagen? Nee, ne? Ist ja voll lieb so. Oh, sehr gut. Munition? Ist noch mehr? Nein.
Yeah, let's. Acknowledge. Ah, die Bombe, ist die Sirius? Oh je, nicht gut. Ah, Double Barrel Boy. Okay, das war die Axt des Barbaren. Zum Glück in eine vernünftige Reichweite. Ich würde den meisten spielen, wo die, keine Ahnung, nur 2 Meter weit effektiv weit schießt. Okay. Ich bin so gut wie tot. Das ist aber schlecht. Ist da eine Sprenggeschichte? Was tut er? Er switcht secretly oder was? Ich habe nicht mehr ganz so viel Energie. Das Bömpchen könnte ich mir auch holen, aber ich muss erstmal andere Dinge tun. Aber wieso ist das hier nur ein Revolverchen? Gab es nicht 2? Ich verstehe das nicht. Ob das die Mod macht? Oder die Milch? So. Sind die zielsuchend? Ich weiß es gar nicht. Aha. Saving. Also offenbar war das richtig. Wie komme ich da? Wie komme ich da hin? Von der anderen Seite wahrscheinlich, oder? Ach, oh, Idiot. Durchschießen. Na komm. Ah, aktivieren. Das ist noch die Serious Bomb, oder? Die super krasse Superwaffe. Jawoll. Eine Superbombe. Waffe Nummer 9. Hervorragend. Ich brauche aber doch mal Lebensenergie irgendwann. Wenn sich jemand erbarmen würde. Bitteschön, irgendwas? Nee. Gut. Vielleicht da hinten. Und ich meine, da geht's regulär weiter. Dann gehen wir natürlich in die andere Richtung. Das ist ja logisch. Achso, geht gar nicht. Ja, hast du auch Lebens... Der vielleicht. Lebensenergie? Perfekt. Guter Simba, oder wie auch immer hier heißt. Aha. Nee. Secret Banana? Ah, Banane. Nehme Banane. Und werfe. Hopp. Don't feed the monkey. Ja, ja. Na. Okay. Was genau. Komme ich da hin? Ich muss das testen. Das muss getestet werden für die Wissenschaft. Oder komme ich da gar nicht rein? Nein. Wieso komme ich nicht ins Wasser? Moment. Moment. Bunny Hopping jetzt nicht. Also nicht wirklich, oder? Ach, guck mal, ich kann ja gar nicht ins Wasser. Das ist aber nicht so schön. Na gut. Unsichtbare Wände. Naja. Ich dachte, das sei irgendwie eine Strömungssache gewesen, aber offenbar nicht. Moment, kann ich das benutzen, um da rüber zu kommen? Nein, jetzt auch wieder. Die unsichtbare Wand. Na, von mir aus, dann gehe ich halt. Den regulären Weg. Wir haben 5 von 5 Geheimnissen. Sie sauber. Nächste Stage wäre damit abgehakt. Und so eine Tower Defense oder eine Village Defense Sache gibt es ja auch noch. Ja, ja. Halt, gibt ja keine Secrets mehr, dann kann ich mir das eigentlich sparen. Ja, genau das. Be useful. Save the Simba's village from invasion. Be useful, what? Bitte? Achso, jetzt kommen die Bombe auch noch. Ja, ist gar nicht so schlecht. Zumindest hier mit der veränderten Form, sonst wäre das hier wirklich nur so ein fast unnützes Gerät. Ja, ja, komm, das Dorf, das hält einiges aus. Notfalls bauen sie es wieder auf, ist auch in Ordnung. Muss man sich jetzt nicht unbedingt in Gefahr begeben, um das zu schützen. Müssen wir noch, ne? Weil da drin geht's ab. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Spoiler, aber naja. Machen sie eh ein paar Minuten. Hallo? Hallo?
Das war wohl nichts. Ach, wieso ich nur eine Einzel habe? Verstehe ich nicht. Hello. Okay, das ist die Dry. Alles klar. So. Samus. Sirius Samus. Nicht Sirius. Hier. Nicht Aaron. Wie ist es hier? Samus Aran. Ja, alle Secrets. Sehr gut. Keine Ahnung. Weiter im Text. You Samus look for Medallion, huh? No Medallion here. Quongo take Medallion away. But Quongo no come here again. Shaman must call Quongo. I'll talk to him. Where is he? Shaman no here. Shaman prisoner. You rescue Shaman, and Shaman help you. Tomorrow, I take you. Quickly, Sam. Stop the invasion and protect the Simba chief. If we lose him, we won't be able to find the shaman. Also, think about the children. The primitives want to take any prisoners. They will probably strike from all sides, so try to cover as much ground as you can. The Simbas are very scared, so don't expect any help. However, if you show them the primitives are easily beaten, their ancient warrior spirits might wake up. Yeah, the Simba chief. The Simba, Tower Defense nehmen im Village Defense Modus. Na, von mir aus machen wir einfach mal alles kaputt. Im Gekke Village. Sam, you ja? Must defend the village and the chief. Only he knows where we can get the medallion. Ja? Let's kick some ass. Gut. Hintern treten ist angesagt. Sehr gut. So. Wo Feind? Ah ja, lololololol. Weg den. Ach ja, die haben ja diese komischen. Boah. Alle bekloppt. Wo Feind? Da Feind. Komm, wir nehmen mal die dickere Wumme, oder? Aha. Ja, vielleicht doch nicht. So. Vielleicht. Gibt das mehr Punkte oder so, wenn wir sie alle, wenn alle überleben? Geht das überhaupt? Keine Ahnung. Diese komischen Bomben, Papageien, die kriegen wir auch noch, oder? Vielleicht sollten wir nicht das Dorf kommen. Ach komm, ist doch wurscht. Na? Lebensenergie? Okay, okay. Hier ist der Chef, oder? Chefhütte? Nee. Ist mal weg. Kinderspiel. Oh. Jetzt kommt die nächste Fuhr. Haupttor wird fallen. Natürlich. Wo ist das Haupttor? Da hinten. Was haben wir noch? Raketen? Ja. Hello. Geh weg. Aha, und ein Trick. Was sind hier Feinde? Oh. Ja, die Hauptsache ist, mir geht's gut, oder? Was ist? Oh. Werde, wenn das Tor fällt, dann kommen die ganz dicken. Ach ja, diese Barbaren natürlich. Onan the Librarian. Help! Ach, kriegt der Schnee in seiner großen Stark.
Ja, was war mit dem erwachenden Warrior Spirit? Komm mal auf. Mach doch die Hütte auf. Ne? Kommt noch. Weg hier. Was denn? So. Nächster. Kommt jetzt die dritte Stage? Oh, danke. Ja, ja. Hallo? Oh, jetzt. Gut, dass ich davor stehe. Unmittelbar. Ach, jetzt sind wir ganz dick am Start. Zyklopen, ne? Oh, oh. Ungünstig. Ah, ja, stimmt. Ich stehe wirklich unmittelbar davor. Alles klar. Ich gehe mal rückwärts. Der Standard. Der ist immer noch grün. Das ist aber nicht gut. Aber ich kann ihn schon bekämpfen, so ist nicht, ne? Oh, schon tot. Was? So, der stinkende Barbaren haben auch Platz. So, in irgendeiner Hütte gab es gerade Energie. Ich habe es genau gesehen. Schnell mal einsacken. So ist fein. Es sind nicht mehr so viele übrig. Was ist das? Nicht mich anschießen, schieß auf den Feind. Oh, Axt. Spart den Zimmermann. Aha, noch mehr. Ich hol mal ganz kurz das Gute. Ja, ja, ja. Weg mit dir. Ja, wird alles gut. Help! Help me, Turok! So. Das war's. Alle bekloppt. Thank you very much, Samus. But before go, we have present. Oh. All right. I love presents. We'll get along just fine. Bye. Bye. Bye, Samus. Bye. Alle bekloppt in der komischen Hütte. Und jetzt haben wir sogar den komischen, wie ist Klodovic? Den lustigen, ja, Papageien. Bombenpapagei. Hat mal gesehen, was sie gemacht haben. Ja, irgendwie ganz einfach, aber ist ja auch der erste Level. Das wird, glaube ich, noch ziemlich unangenehm.